Frau Krämer, 10 Jahre Galerie Unikat, das kommt mir eigentlich eher kurz vor, denn der Name Unikat ist mir eigentlich schon länger geläufig. Das ist richtig, aber Herr Unterhorn, Sie haben die Einladung nicht ganz richtig gelesen. Die Karte feiert 10-jähriges Jubiläum und wir hatten vorher schon eine Galerie, das war nur 100 Meter weiter und haben die zu dritt betrieben. Dort wurden Bilder ausgestellt, Skulpturen. Wir haben dort aber auch immer Kunsthandwerk gehabt, haben auch Kurse gegeben. Es war eine sehr schöne, bunte Mischung und das ganz Tolle war, es war in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Konditorei. Also ein super toller Standort, der dann aber leider nicht mehr zur Verfügung stand, weil das Haus abgerissen wurde. Und dann hat sich ganz in der Nähe eine neue Möglichkeit ergeben und das ist die Karte, in der ich jetzt mein 10-jähriges feiere. Wir haben es tatsächlich geschafft, aus einem recht runtergekommenen Haus innerhalb von 6 Wochen eine kleine Oase zu gestalten. Das Haus ist heute in den 10 Jahren in einer Weise gewachsen, dass wir dort nicht nur Ausstellungen durchführen, sondern eben auch Konzerte anbieten. Es finden dort Kurse jeglicher Art statt, Zeichen- und Malkurse für Erwachsene und Kinder, aber auch Yoga und Meditation. Und wir haben auch einen Raum, in dem Netzwerktreffen stattfinden, die auch mit Begeisterung angenommen werden. Da wird dann in einer ganz tollen Frühstücksrunde aktives Netzwerk betrieben und die Leute sind total glücklich und nutzen natürlich auch das Angebot des ganzen Hauses. Insofern ist das eben alles zum Nutzen der anderen Akteure dort. Wir haben auch Kunsthandwerker, die mittlerweile regelmäßig vor Ort arbeiten, eine Schneiderin, eine Schmuckkünstlerin zum Beispiel oder 2 Schmuckkünstlerinnen und eine Strick-Expertin, die eben auch dann für die entsprechenden interessanten Nebengeräusche sorgt. Und ich muss erklären, ich bin heute ein bisschen überfallen worden. Wir haben gestern unser 10-jähriges gefeiert und es war eine recht kurze Nacht. Und insofern ist eben auch der Besuch von Peter Unbehauen ein bisschen überraschend, aber ich freue mich natürlich sehr, die Gelegenheit zu haben, ein bisschen über das Haus zu reden. Gestern war also unser 10-jähriges hier und ich freue mich sehr, dass ich mehrere Künstler hier verpflichten konnte, die eben diesen Rückblick mit mir gemeinsam gestaltet haben. Die Ausstellung haben wir genannt Rückblick Ausblick. Es ist also vorwiegend ein Rückblick geworden. Vorwiegend zeige ich auch Arbeiten von Wolfgang Buchhalter. Wolfgang Buchhalter war der Künstler der ersten Stunde. Er hat mit zunehmendem Schrecken oft unsere Renovierungsarbeiten verfolgt und war in Sorge, dass er überhaupt rechtzeitig hier seine Bilder hängen kann. Aber es ist das Wunder vollbracht worden und ich bin sehr glücklich, dass er mir heute auch wieder seine Arbeiten zur Verfügung gestellt hat. Dieser Künstler ist also schwerpunktmäßig zu sehen. Andere Künstler der Galerie, die eben die Räume zwischendurch auch exklusiv genutzt haben für ihre Ausstellung, sind ebenso vertreten. Und ganz besonders hat mich gefreut, dass der Zufall es so wollte, dass ein ausländischer Künstler, Paco Menuesa aus Spanien, ein Katalane, mir eine Arbeit zur Verfügung stellen konnte. Und insofern auch der Querschnitt authentisch insofern ist, dass ich eben auch die Highlights mit hier präsentieren konnte. Ellen Smutello, ein kanadischer Künstler, von dem habe ich auch eine Arbeit hängen. Eine weitere Arbeit ist von Hanno Karlhuber, einem Wiener Künstler. Insofern sind es nicht nur Hamburger Künstler, deren Arbeiten ich hier zeige, sondern eben auch Künstler aus dem Ausland. Paco Menuesa, dessen Arbeit wir jetzt sehen, ist der Künstler aus Katalanien. Er hat eine wundervolle Betrachtungsweise. Sein Nebenberuf oder Hauptberuf, je nachdem wie die Finanzen es zuließen, waren auch die Karikaturen, die er für El País gefertigt hat. Ich habe ihn hier
in den Jahren zweimal auch in der Galerie erleben dürfen. Jetzt stehen wir vor einer Arbeit von Kerstin Kretschmer. Kerstin Kretschmer ist auch schon seit Anbeginn, also auch schon von der Zeit der Galerie Unikat hier mit dem Haus verbunden. Ihre Entwicklung, ihre künstlerische Entwicklung ist einfach grandios. Sie liebt die Arbeit mit verschiedenen Materialien und Kerstin Kretschmer hat gerade hier in Volksdorf eine wundervolle Kunstaktion durchgeführt. Hier in Volksdorf haben sich Künstler aus verschiedenen Werkstätten präsentieren können an einem Wochenende und sie ist ein Naturtalent in vielerlei Hinsicht. Einige Besucher dachten, es würde sich um eine authentische Wiedergabe des Raumes handeln, also der Innenräume der Karte, wie sie vor der Eröffnung waren. Aber das ist nicht der Fall. Wolfgang Buchhalter liebt das Morbide. Jetzt betrachten wir ein Werk von Ellen Smutello. Auch Jens Kortz gehörte zu den Künstlern, die wiederholt in der Galerie ausgestellt haben.